Oh je, ich sehe schon, was. Ich hole jetzt die andere. Was denn da vielleicht passieren könnte jetzt? Wow, es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Magierin, 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 Magierin. Und wie hat er das komisch ausgesprochen, das Wort Magierin? Ja, es war vielleicht so ein bisschen eine unrealistische Geburt. Na und? Ich war trotzdem als Hebamme tätig und fühle mich gut dabei. Scheiße. Schon wieder brennt's. Es ist ständig brennt's bei ihr in der Nähe. Stan, wach auf! Was zum... Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir! Nein, nein, ich will allein! Aber... Los, raus mit dir! Hä? Hat sie dich gerade gesagt, hoch? Ach so, oh. Susan, Susan, das Baby. Sie sind oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Los, lauf hoch. Für meine erste Geburt war es okay. Gut. Ja, aber ist jetzt auch nicht. Komm schon, Jimmy! Spring! Spring! Nein! Nein! Ich komm nicht raus! Na dann bleib, dann gehe ich jetzt. Ich komm nicht raus! Hans, komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Jetzt sind wir eher. Was? Was war das? Los, raus! Raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Ja. Mach ich! Scheiße! Auf einen anderen Weg! Ich brauche einen anderen Weg und es dreht mich zum Fenster.
Hä? Aber der Weg ist doch kaputt. Hä, und jetzt? Ja? Das glaube ich auch. Vielleicht wäre es durchs Fenster ganz clever. Achso, jetzt machen wir wieder unser Schutzschild. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach durch das Fenster und über den Balkon runter sind. Die Jungs waren doch unten, die hätten die doch fangen können. Schnell runter, lauf! Jetzt kracht die Treppe ein, Betten, dann komme ich nicht mehr runter. Ich muss das. Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Wie bin ich? Muss ich jetzt noch weiter hoch? Stimmt. Es ist immer so unangekündigt, die Quicktime-Events kommen. Kann ja nichts werden. Ups. Oh, mein Gott. Stan, nein! Was hast du? Was willst du tun? Stan! Oh, Scheiße. Oh, warum machst du das? Jody! Jody! Gott! Hilfe! Fuck! Jody, komm schon! Komm schon, Jody, du packst das! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon! Sie atmet nicht. Leg den Schlauch da drüben. Na los, Beeilung! Alles nur, weil ich ein Quicktime-Event verkackt habe? Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Johnny? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Wie gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit. Schaut doch mal kurz weiter. Ist nicht wie eine andere. Du sagtest gar nicht, wo ist es? Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Der Controller vibriert die ganze Zeit. Das Kind braucht Wärme, es soll Wind, ein Fläschchen haben und Kleidung wie ich.
Ich lasse nicht zu, dass er so Müll unter der Brücke gebohrt wird. Du bist eine Magierin, Jodie. Bin ich tot? Okay, also wir leben noch. Wo du gerade geschrieben hast, Julia, ich hätte fest damit gerechnet, dass einer von denen drauf geht. Hätte ich fast gesagt, Jodie ist draufgegangen, aber dann wäre das Spiel schon zu Ende. Das kann irgendwie nicht sein. Natürlich bin ich Pro-Gamer. Ja? Fahren wir auf jeden Fall mal ein paar Sachen zur Hintergrundgeschichte von Jodie. Ja, ich habe angegeben, dass ich sehr oft mit Controller spiele, deswegen. Das machen nur Pro-Gamer. Oje, Julia, das ist nicht gut. Ich hoffe, du hast keine Albträume jetzt. Ich wünsche dir trotzdem eine gute Nacht. Wieso ein? Wir sehen uns demnächst wieder. Ich wollte nicht mehr her. War schön, dass du da warst. Genau, oder guck dir noch irgendwie auf YouTube was Schönes an oder so. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall da, bei der Frisur und bei der Wunde am Hinterkopf, wie wir am Anfang ausgesehen haben. Mach's gut, Julia. Bis bald. Ich hab den Job. Und dieses kleine Apartment. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jodie. Wir vermissen dich. Wow. So lange im Koma? Ja.
Oh. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Elisa. Ich wollte gerade sagen, so wie das Baby auf dem Bild aussieht, muss es ein paar Monate sein, wie sie im Koma war. Das war alles. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind Sie Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bring sie zu ihr. Ab durchs Fenster! Das wäre ein Zufall. Ganz viele Spiele beruhen immer auf ganz komischen Zufällen. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Jetzt sind wir quasi da, wo wir halt gestartet sind. Wir sind ja gestartet auf dem Polizeirevier, wo sie diese Frisur hatte, wo sie diese Narbe hatte und wo dieser Sheriff sie befragt hatte. Die erste Nacht. Jetzt sind wir quasi wieder ein bisschen zurück in der Zeit. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis Sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Hallo, Behemoth. Schönen Abend. Sei stark. Du bist so stark. Es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du?
Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Oh Mann. Ja, mit Jody. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nathan, ich weiß immer noch nicht, was ich von ihm halten soll. So ein bisschen seltsam. Sagen wir, er ist seltsam. Stopia, schönen guten Abend, schön, dass du auch da bist. Geschenktes Spiel, ja, kommt drauf an. Es ist jetzt nicht so, dass ich keine anderen Spiele habe. Aber geschenkten Gaul und so? Ach, Joe. Horror. Ich muss ja sagen, in letzter Zeit spiele ich sehr viele Horrorspiele, obwohl Horror eigentlich nie mein Genre war. Deswegen überlege ich tatsächlich nochmal Layers of Fear zu spielen. Das hatte ich ja nur bis zur Hälfte damals vor dem PC-Crash geschafft. Ja, schick mal den Code und dann gucke ich mal. Danke schon mal. Es wird jetzt Zeit. Ab ins Bett, Jody. Dein Schlafanzug ist auf der Couch. Was ist mit Zähneputzen? Spiel so Zähneputzen? Nein. Also ich muss sagen, wenn ich Jody wäre, in ihrem Alter, würde jetzt heulend auf dem Sofa sitzen, würde ich ja nicht so rumlaufen. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Ja, wo schlafen wir eigentlich? Ist hier... Ach, da, das bestimmt, auf dem Bett saßen wir ja schon. Ich glaube, ich kann ihn bestimmt aufs Bett legen. Okay, wir holen unseren Schlafanzug. Viel mehr kann ich hier, glaube ich, gerade nicht. Ich kann einen rufen. Hier, Mann, du kannst einen selber grüßen. Ich muss sagen, einen ist tatsächlich mehr Segen als Fluch. Aber manchmal weiß ich nicht so richtig, ob Aiden uns immer wohlgesonnen okay. ist. Ich meine, wir können Aiden ja steuern. Aber es ist noch ein bisschen... Ja, mal abwarten, was in dem Spiel noch so passiert. Vielleicht ist Aiden auch einfach eine böse Macht in uns. So. Gucke ich mir auf jeden Fall dann an, Dystopia. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine
Keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Aber ich nicht. Wenn sie das schon so sagt. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Dann erzählen wir eine Schattengeschichte. Jetzt? Was ist schon? Moment mal. Hol Hilfe ein! Schnell! Hol Hilfe oder hilf selber? Die werden schon ein bisschen aggressiv hier, ne? Wir hatten die ja das letzte Mal im Portal. Nicht im Portal, im Kondensator da. Aber das heißt... Das heißt, diese Energien, die gab es halt früher schon bei Jody direkt. Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Komm, ich kipp draußen den Kaffee um bei dem Typi. Der sitzt quasi neben der Tür und der braucht noch 3 Minuten, bis er da ist. Ich habe eine Silbertrophäe. Erste Nacht. Ja, so hat Aiden seine Angst überwunden. Gerade gesagt hat. Die anderen Mädchen. Ich habe Nein gesagt. Keine Widerrede. Bitte, Nathan, nur dieses eine Mal. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jody. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst...